Vielen Dank, Gerrit Derkowski, und herzlich willkommen hier bei Live nach 9. Und wir versuchen einfach nochmal die Top-Nachrichten der letzten 24 Stunden für Sie zusammenzufassen. Große Zahl, 21.500 Neuinfektionen. Sie haben es gerade in der Tagesschau gehört. Und die zweite Top-Nachricht, es gibt immer noch keinen neuen oder alten US-Präsidenten. Die Wahl wird immer noch weiter ausgezählt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht oder wie es dir geht, Tim. Ich bin froh, wenn das vorbei ist. Frage ist, wann und wie. Genau. Im Moment ist erstmal das Getöse noch groß. Wir behalten das natürlich auch hier die ganze Zeit im Blick. Wenn es was Wichtiges, Neues gibt, erfahren Sie das natürlich bei uns. Jetzt gucken wir aber erstmal nach vorne aufs Wochenende. Wir haben Freitag und vor uns liegt das erste Wochenende im zweiten Lockdown. Es hat wieder alles dicht, Sporteinrichtungen, Freizeiteinrichtungen, Bars, Restaurants. Und da stellt sich natürlich die große Frage, wie kriegen wir dieses Wochenende jetzt eigentlich vernünftig rum? Ja, aber es gibt ja auch eine gute Nachricht, die wollen wir auch nicht vorenthalten. Das Wetter soll sensationell werden. Also man kann schöne Dinge zumindest draußen machen und darauf freuen wir uns natürlich auch ein bisschen. Der goldene Oktober, er kommt, wenn man ihn braucht. Wir sammeln gemeinsam mit Ihnen heute Morgen Tipps und Tricks und kreative Ideen, wie wir es uns trotz allem irgendwie schön machen können am Wochenende. Wir kommen zu kleinen Tierchen, die Glück bringen sollen. Marienkäfer. Dass die Glück bringen, das haben früher schon die Bauern geglaubt. Daher kommt übrigens auch der Name. Denn Bauern haben sie früher für ein Geschenk der Jungfrau Maria gehalten. Deshalb Marienkäfer. So. Die bringen aber nur so lange Glück und gute Laune, wie sie nicht in Massen auftreten und auch nur solange sie nicht entscheiden, dass die eigene Wohnung oder das eigene Haus jetzt ihr neues Zuhause ist. Allerdings, und gerade jetzt in den letzten schönen Sonnentagen, da trifft man sie natürlich häufiger, vor allem in Schwärmen. Aber die Bauern hatten schon recht, denn die Marienkäfer sind äußerst nützliche Tiere in der Natur. Und wenn sie uns dann noch Glück bringen, dann sollten wir doch vielleicht besser mal genauer hinschauen. Den Grill reaktivieren, finde ich keine schlechte Idee. Mhm. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, wie genau das Wetter am Wochenende wo wird, damit Sie Ihre Pläne noch verfeinern können, das wird uns ein bisschen später in der Sendung Laura Di Salvo live hier berichten. Ja, und wir wollen auch noch ein paar Vorschläge Ihnen unterbreiten. Gudi, unsere Zuschauerin, hat uns geschrieben. Kaffee in die Thermoskanne, Kuchen eingepackt und dann raus in die Natur. Ein sonniges Plätzchen suchen und die Entschleunigung, die der Light-Lockdown mit sich bringt, genießen. Sehr gut. Sehr schön. Nicole und Uwe aus Mundaloo machen Folgendes. Sie reißen die Fenster auf und die Seele mit dem ersten Grog wärmen. Schreiben Sie einmal zu Hause sein und genießen. Auch schön. Einfach mal nichts machen. Und jetzt gucken wir mal, was die... Das Wochenende. Vielen Dank, liebe Laura Di Salvo nach Frankfurt am Main. Guck mal, da haben wir so viel über diesen verregneten Herbst gemeckert, als er anfing. Und jetzt, wo wir ihn wirklich brauchen, wird er schön. Ja, und so kommen wir auch mal zur guten Nachricht, ja, in unserer Sendung. Also wir sind im zweiten Lockdown light, aber die erste Woche haben wir schon geschafft. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass bei vielen Leuten natürlich der Corona-Koller kommt oder wiederkommt. Und viele fragen sich natürlich auch bei diesen vielen Maßnahmen, wieso steigen dann trotzdem die Zahlen immer weiter? Ja, und das führt leider auch immer mehr dazu, dass die Stimmung so ein bisschen kippt. In Deutschland wird alle 7 Sekunden eine Bluttransfusion benötigt. Das sind 15.000 bundesweit täglich. Aber die Spendenbereitschaft, die sank auch schon vor Corona. Es ist ja so, für die Spender, das ist nur ein bisschen Zeit, ein kleiner Pieks. Für die Empfänger ist es lebensrettend, teilweise so eine Bluttransfusion zu bekommen. Deswegen ist man natürlich jetzt durch die Corona-Pandemie noch mehr ausgebremst. Und da hat sich das DRK unter anderem in Fulda eine ganz besondere Aktion überlegt, um mehr Spender zu finden und um die Spendenbereitschaft generell ein bisschen anzukurbeln. Ja, und egal, ob solche Taten aus religiösen oder politischen Motiven geschehen, die Frage, die wir uns alle stellen, ist danach immer, warum tut ein Mensch das, nur um sie zu töten? Und genau dieser Frage geht auch Britta Brandenberg nach. Sie ist Professorin an der Uni Gießen und forscht genau zu dem Thema, wie werden Menschen zu Massenmördern? Und die Antwort auf die Frage, die ist simpel und erschreckend zugleich. Wir gehen gemeinsam mit ihr jetzt auf Spurensuche.